Hallo, Konrad und Schmutzig. Hi, Wie geht's? verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich sehr gut. Du musst nicht brüllen, wie Tim Raue Super. netterweise getan hat. Aber ich höre dich fantastisch. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Gut, heute ist Montag, wir haben heute frei und ich habe gerade gut gefrühstückt und ja, mir geht's gut. Super. Du bist ja einer derjenigen, die ich in dieser Zeit, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, wie viele Wochen wir jetzt schon zu Hause rumsitzen, eine Weile jedenfalls, die ich in der Zeit immer total positiv erlebt habe. Wirklich von Anfang an, du hattest eigentlich die ganze Zeit gute Laune oder sah das nur so aus? Nee, auch ich hatte existenzielle Gedanken und wusste nicht genau, was passiert da eigentlich, beziehungsweise inwieweit kann ich das, was ich in den Händen halten, inwieweit entgleitet mir das oder inwieweit habe ich die Chance, das irgendwie mit zu beeinflussen. Ich bin jemand, der sehr, sehr auf Sicherheit bedacht ist und da ist was, was du irgendwie nicht so richtig halten kannst, was du auch nicht richtig greifen kannst, wo du auch nicht richtig eine Chance hast, irgendwas mit, wo du was, also wo du erstmal nichts mit beeinflussen kannst, ne? Und das hat auch mir entsprechend Sorge bereitet oder auch Angst geschürt. Und aber im Gleichen ist es aber auch so, dass ich dann eher in den Sturm renne und gucke, was kann ich tun, als dass ich mich, sagen wir mal so, verkrieche und nicht weiß, was ich eigentlich mit mir anfangen soll. Ja. Das ist aber auch was, was bei mir einfach ist, weil dann auf einmal auch was entstehen würde, wenn ich nichts tun würde, dass ich mich noch viel schlechterer fühlen würde, weil ich erstmal sehe, alles bricht zusammen und dann habe ich auch nichts zu tun, also muss ich mich auch mit mir und meinen Gedanken beschäftigen und so habe ich wenigstens was zu tun und hab selber in der Hand, irgendwas zu machen. Und das fühlte sich oder das fühlt sich jetzt im Prinzip besser an für mich. Und was hast du konkret gemacht? Unser Thema ist ja heute der Wirt als Krisenmanager. Welche Maßnahmen hast du in dieser neuen Funktion jetzt ergriffen? Naja, es war ja so, irgendwann wurde ja dieses Berufsverbot für Restaurants ausgesprochen, dass sie also nicht mehr ab 18 Uhr im Prinzip Gäste bewirten dürfen. Und davor war es schon so, dass sich das ja irgendwie abgezeichnet hat. Also verschiedene große Veranstaltungen wurden abgesagt, Kongresse wurden abgesagt, die ITB wurde abgesagt und so weiter. Und da war das schon ein entsprechendes Kämpfen, auch im Restaurant, dass wir in dieser letzten Woche, wo wir noch richtig Service abends gemacht haben, auch wirklich voll sind. Oder zumindest viele Gäste hatten. So, wir haben dann, und in dieser Woche hat sich auch schon sowas abgezeichnet, dass man so ein bisschen Sorge von außen gespürt hat, durch die Gesellschaft, durch die Dinge, die die Leute gesagt haben, gepostet haben, was man in der Zeitung gelesen hat, was man im Fernsehen gehört hat, was man aus anderen Ländern gehört hat. Und da habe ich schon so ein bisschen gespürt, hey, also gerade bei meinen Mitarbeitern und mir, wir müssen einfach darüber reden und wir müssen darüber sprechen, was hier gerade passiert, wie fühlt ihr euch damit, und inwieweit begegnen wir dem Ganzen. Und das, was ich gemacht habe in der ersten Zeit, war einfach jeden Tag mit allen Mitarbeitern extra 15 Minuten zu reden, um zu gucken, wie fühlen die sich, was passiert bei denen, macht es denen Angst oder was kann ich damit tun, dass die besser mit der Situation im Prinzip umgehen können. Und ich glaube, das war das Erste, was wir gemacht haben. So. Und dann kam irgendwann dieses Berufsverbot und dann haben wir uns gleich an dem Dienstag danach hingesetzt und haben geguckt, was können wir denn eigentlich jetzt machen? Also servieren wir jetzt auf einmal Mittagsessen? Und dann dachte ich so, nee, das sind wir nicht. Und dann hab ich überlegt, okay, wahrscheinlich wird es eh daraus hinauslaufen, dass
dass alle Restaurants irgendwann zusperren werden, beziehungsweise auch kein Mittagstisch mehr angeboten werden kann. Und dass, wenn man noch Glück hat, gibt es nur noch Takeaways, beziehungsweise man kann irgendwie ausliefern. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was ist Nobel, hart und schmutzig eigentlich? Was können wir? In welchem Ort sind wir? Und wie können wir die Menschen mit dem, was wir denn tun, irgendwie erreichen? Und dann haben wir gedacht, okay, dann lass uns doch einfach überlegen. Arbeitstitel war Nobel, hart und daheim. Haben dann überlegt, okay, wie können wir das, was wir denn hier machen, bei uns im Restaurant im Prinzip nach Hause bringen, um diesen Moment der Auszeit, den die Leute bei uns, glaube ich, ganz stark erleben, durch die Akustik, durch dass die Tür geschlossen ist, kein Fenster da ist, dass du so ein bisschen eine Intimität spürst, keine Fotos, du wirst nicht so überwacht und so weiter. Wie schaffst du es da eigentlich, also dieses Gefühl im Prinzip nach Hause zu liefern, dieses, dass du mal abschalten kannst und so weiter, bei einem guten, vorbereiteten Essen, was du dann vielleicht nur noch selber irgendwie zu Ende bringst. Und das haben wir dann im Prinzip möglichst schnell umgesetzt. Also es hat eine Woche gedauert in der Planungszeit und haben dann an dem Samstag die ersten Probelieferungen gemacht, um zu gucken, wie kommt das an. Haben das Probe gekocht. Also Inga, meine Frau, musste dann daheim im Prinzip kochen und musste dann gucken, so wie funktioniert das? Also geht das überhaupt, wie wir uns das vorstellen? Und haben dann im Prinzip ab Dienstag danach im Prinzip außer Haus angeboten. Ja. Und Wie läuft es genau? Erzähl doch mal kurz, was steckt da drin in einer Nobelhart und daheim Menükiste? erstmal steckt da drin, dass du mit dem Kauf Lebensmittel aus der Region um Berlin herum bekommst, die aber schon vorbereitet sind. Das heißt, der Salat ist geputzt. Da sind entsprechende Dinge mit dabei, die du in die Pfanne, in den Topf, in den Ofen packen musst, um sie dann noch zu erhitzen. Da sind dabei Butter oder Öl, da ist ein Brot mit dabei, was dir auch sicher noch für 1 oder 2 Tage danach im Prinzip reicht. Da ist mit dabei Frischkäse, den du auch wahrscheinlich noch ein bisschen länger essen kannst. Da ist dabei eventuell, wenn du das dazu buchst, was Fleischiges, was du wahrscheinlich auch am nächsten, übernächsten Tag noch auf irgendeine Art und Weise essen kannst. Und da sind also verschiedene Gerichte mit dabei, die dir die Vorbereitungszeit für so einen Abend auf, ich würde mal sagen, 15 bis 30 Minuten Vorbereitungszeit geben und die du dann im Prinzip nur noch finishen musst, sodass du eine vollständige, ausufernde Mahlzeit hast, wo du wirklich viele unterschiedliche Eindrücke auch wahrnimmst. Und Noch ein paar andere du hast Fragen? halt dadurch die Chance, im Prinzip ein wunderbares Essen für dich und deinen Liebsten oder Liebste im Prinzip zuzubereiten. So. Dann hast du aber noch, oder ihr habt da noch ein paar andere Sachen reingepackt, die ich ganz interessant finde, weil ich finde es schwierig, sich vorzustellen, dass man ein Restaurant wie eures, das eine ganz besondere Atmosphäre hat, die geht manchmal auch so ein bisschen ins Klobige, also man möchte da bleiben und vielleicht auch lang und fühlt sich da irgendwie ganz besonders. Ihr habt da, glaube ich, ein paar Sachen reingepackt oder noch dazu euch ausgedacht, die diese Atmosphäre zumindest versuchen, nach Hause zu bringen. Also es sind dann natürlich also alle diese Dinge, die uns irgendwie vielleicht ausmacht, von der Bienenwachskerze über die Handseife von Frank Leder. Wir haben eine Plattenempfehlung jede Woche, die wir dazu addiert haben. Es gibt jetzt auch eine Playlist davon, weil es jetzt ja schon 3 Wochen irgendwie sind, oder es sind jetzt dann nächste Woche sind's, oder diese Woche sind es dann schon 3 Wochen. Also gibt es schon 3 Plattenempfehlungen. Also haben wir die alles so zusammengepackt. Und wenn das jetzt noch 6 Wochen weitergeht, dann hast du halt irgendwann auch 9, 10, 15 verschiedene Platten und hast auch eine entsprechend interessante, spannende Playlist. Wir haben jetzt ab Dienstag geht's los mit dem virtuellen Esstisch, wo du über Zoom einen Link zugespielt bekommst, wo du einfach mit anderen Menschen nochmal in Kontakt treten kannst, wenn du vielleicht zum Beispiel alleine daheim bist. Dann hast du die Chance, du meldest dich an und hast dann im Prinzip die Chance, nochmal
zu gucken, wer isst denn eigentlich noch heute Abend um 18:30 Uhr das gleiche Essen, ne? Und es gibt natürlich Kondome, was mehr so ein Gag natürlich auch irgendwie ist, weil wenn der Wein fließt und das Essen gut war und die Stimmung gut war und du vielleicht mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten irgendwie daheim bist, ist es halt ein lustiger Gag im Prinzip. Kondome kann man immer dabei irgendwie daheim haben. Ob man die nun für sich oder für die Kinder braucht, sei mal dahingestellt. Aber wir haben halt versucht, irgendwie alles, was so unsere Welt betrifft, und da kommen vielleicht auch noch ein paar Sachen dazu, weil uns die vielleicht auch erst viel, viel später einfallen, irgendwie mitzuliefern oder dass es irgendwie ein Gefühl kommt. Das ist dann natürlich auch, wie ist das verpackt? Also wir haben geguckt, dass wir da, dass es auch irgendwie eine gewisse Ästhetik hat. Also wir haben nichts ist in Plastik eingeschweißt, wir haben ein Wegglas, wir haben das Brot ist in so einer Papier. Tüte, alle anderen Sachen sind in so rekompostierbaren Papier, recycelten Bechern im Prinzip, die auch irgendwie ästhetisch wirken. Und haben also geguckt, dass das auch irgendwie sexy aussieht, so dass man, wenn man das schon aufmacht und anfängt zu kochen, dass das einem ein gutes Gefühl gibt. Und dieses gute Gefühl, auch gerade wenn man dann isst, ist, glaube ich, das, was man gerade in dieser Zeit, wo alle sich so viel Sorgen machen, weil sie nicht wissen, wie es im Prinzip weitergeht, wie geht es mit deiner Firma weiter, wie geht es mit deiner Familie weiter, wo führt das Ganze hin, die größte Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg, etc., etc., ist es, glaube ich, ganz wichtig, dieses Gefühl auch sich ab und zu mal zu gönnen und auch damit sich und seiner Familie oder vielleicht auch seinen Freunden was Gutes zu tun. Was ganz viele machen, ist, dass sie zwei befreundete Pärchen bestellen was und bestellen das Gleiche und kochen und essen dann zusammen, aber über den virtuellen Esstisch. Also das haben die Leute schon vorher einfach gemacht und wir bieten das jetzt nur in so einer für alle im Prinzip an, dass sie sich einfach nur irgendwo einloggen müssen und dann im Prinzip mit dem einen oder anderen einfach reden können, wenn sie das dann möchten. Was sind das denn für Leute, die das Nobelhart in daheim bestellen? Sind das die Gäste, die ihr vorher schon hattet, oder sind da jetzt auch neue dazugekommen? Das sind die Gäste, die wir vorher schon hatten. Das sind sicher auch ein, zwei, die noch nicht bei uns waren. Ich würde sagen, das sind Leute, die so wie jeder jetzt momentan immer daheim kochen, jeden Tag. Und dann ein, zweimal die Woche dann vielleicht einfach auch mal was anderes kochen wollen, als was sie denn sonst so immer kochen. Irgendwann ist dann das Ottolenghi-Kochbuch auch irgendwie alles durchgekocht. Und dann holt man sich halt einfach nochmal zusätzlich was von außen nach zu sich, was einen irgendwie Spaß macht. Also auch ich war jetzt, letzte Woche haben wir vom King D was geholt. Davor haben wir haben am Donnerstag, letzte Woche haben wir, war ich in der Freundschaft und habe mir Schinken- und Wurstsalat geholt, der ganz hervorragend war. Also wir kochen daheim immer selber, meine Frau und ich. Hauptsächlich momentan meine Frau, weil die mehr noch mal daheim ist. Und dann holen wir uns halt noch mal ein, zwei Sachen von irgendwo mit dazu, um dieses Essen so ein bisschen facettenreicher zu machen. Also das, was man vorher im Prinzip auch gemacht hat, dass man halt ab und zu mal rausgegangen ist und irgendwo eine Pizza gegessen hat oder irgendwo eine Pasta gegessen hat oder irgendeine Suppe gegessen hat bei Kokoloram oder so, tun wir jetzt im Prinzip auf eine ähnliche Art und Weise auch, nur dass wir das ganze Essen halt zu uns holen. Aber das ist natürlich schon was anderes, ob du jetzt irgendwo an der Currywurstbude dir eine Currywurst rot-weiß holst oder eine Pizza oder irgendwo eine Ramen-Bowl isst oder dir ein Nobelhart und heimbestellst für 75 Euro pro Person. Ja, aber du hast einen Geburtstag, beispielsweise haben wir am Freitag einen Geburtstag, die haben jetzt für 8 Leute bestellt und die kochen in 8 verschiedenen, also in 4 verschiedenen Wohnungen und da liefern wir das Essen hin und die wollen halt was für diesen besonderen Tag, auch was Besonderes haben, weil die vielleicht auch eine tolle Flasche Champagner dazu haben wollen, wo sie wissen, die schmeckt, weil die halt von uns kommt, weil sie halt jedem vielleicht noch eine Flasche Wein mit dazu geben wollen, weil sie vielleicht auch noch Pralinen dazu haben wollen, und so weiter. Also
dieses Gefühl, dass man sich dann was gönnt und auch vielleicht 1,50 € mehr ausgibt, als wenn ich mir jetzt in der Bio-Company ein bisschen Gemüse kaufe und das irgendwie zubereite und mir aber auch noch diese Kreativarbeit davor leisten muss. Was bereite ich denn da jetzt zu und wie tue ich das zubereiten und so weiter und so fort? Und dann vielleicht auch, naja, vielleicht kann ich gar nicht so richtig gut kochen. Vielleicht bin ich eben nicht so der Kocher, weil ich eben das noch nie so in meinem Leben gemacht habe. Dann tut das, glaube ich, schon einen Schlag, Leute treffen, die sich darüber freuen, endlich daheim gut zu essen. Und was mir auch jemand erzählt hat, er sagt, er findet die Situation jetzt gerade total super. Er kriegt das beste Essen nach Hause geliefert. Er kann schon seit 3 Jahren, weil er Kinder hat, nicht mehr rausgehen und richtig essen gehen. Und so kommt das ganze Essen zu ihm. Und er hat schon 2-mal bestellt. Also für den ist das ein gefundenes Fressen. Der bezahlt das gerne, sagt er, weil er dieses gute Essen und auch diese Kreativarbeit, die dahinter steckt. Also den Grünkohl jetzt mit dem Senf oder den Sellerie mit der Sahne und diesem Johannisbeerstrauchöl und so weiter, diese besonderen Dinge sich dann auch ab und zu mal zu gönnen. Vielleicht nicht jede Woche, aber vielleicht so alle 2, 3 Wochen einfach einmal oder so. Ne? Also ist das was, wo ihr euch vorstellen könntet, das auch in Zukunft zu machen? Oder ist es wirklich nur eine Übergangslösung? Also das, was wir machen, ist, glaube ich, eine Übergangslösung. Im Endeffekt geht es darum, wir haben ja auch ein Restaurant. Das heißt, wir haben einen Ort, auf dem wir Miete bezahlen. Wir haben Mitarbeiter, für die wir Löhne bezahlen. Wir haben entsprechende Betriebskosten. Und das, was wir jetzt machen, das spielt natürlich etwas Geld rein. Das ist auf jeden Fall so. Aber es spielt nicht genügend Geld rein, dass sich das Ganze wirklich lohnen würde anhand der Kosten, die wir momentan haben. Weil es halt natürlich schon darum geht, wie du ja auch sagst, wir verkaufen ja ein Gefühl. Also wenn man zum Nobelhart und Fuzzi kommt, dann hat man so ein bisschen eine Idee, das wird ein lustiger, cooler, spannender Abend. Man isst lokales Essen, man hat eine interessante Atmosphäre, es hat auch so ein bisschen was Partymäßiges vielleicht, weil die Musik gut ist, weil man so in der Küche sitzt, man trifft rechts und links irgendwie Leute. Das, was wir jetzt machen, ist eine Überbrückung. Das muss ich ganz klar so sagen. Das würde sich auch finanziell, glaube ich nicht, dass sich das auf lange Zeit irgendwie rechnet. Aber wir versuchen natürlich damit so viel wie möglich zu verdienen, um die Kosten, die ja trotzdem da sind, also Miete 5.000, Mitarbeiter 40.000, Strom 2.000, Versicherung 600, Lebensmittel, die du tagtäglich einkaufst oder wöchentlich einkaufst. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 2, 3 Wochen immer so für 7.500 € netto Lebensmittel eingekauft. Und das versuchen wir natürlich zu decken mit dem, mit den Einnahmen, die wir darüber generieren. Aber noch viel wichtiger, auch für uns und für die Menschen, die da arbeiten, dass wir was zu tun haben, dass wir einfach irgendwie was Sinnvolles auch mit unserer Zeit und mit unserer Arbeit im Prinzip tun. Also ein bisschen Beschäftigungstherapie. Ja, kann man schon so sagen, glaube ich. Ich glaube, das ist wichtig. Also wir haben, ich habe letzte Woche die Mitarbeiter montags gefragt, ob das eigentlich alles so richtig ist, was wir hier tun. Also seid ihr eigentlich damit cool, dass wir uns in die Arbeit gestürzt haben im Prinzip? Ein komplett neues Geschäftsmodell aufgezogen haben? Oder hättet ihr es viel besser gefunden, alle auf Kurzarbeit, 60% oder 67%, je nachdem, ob du Kind oder kein Kind hast oder Kinder hast, und dann aber weniger Geld zu akzeptieren, also Trinkgeld weg und dann nochmal 30% im Prinzip weniger, aber auch natürlich unheimlich viel Zeit, also wirklich Zeit. Und da war die einhellige Meinung, dass es gut ist, dass wir was zu tun haben. Also dass wir wirklich was machen können und wollen auch. Man muss natürlich dazu sagen, es sind alles Gastronomen, die machen eigentlich immer Gastronomie, die machen immer irgendwie Essen, die kochen, die bedienen, die sind Gastgeber und so weiter. Das ist halt in der DNA von den Mitarbeitern, die ich habe oder auch, die man auch als jeder Gastronom häufig hat. Und da ist es halt schwierig, einfach so von 100 auf 0 runterzuschalten. Ne? Ja.
Du bezahlst die Leute weiterhin voll und hast jeden Mitarbeiter bislang gehalten. Ja. Und Also was wir haben machst auch Kurzarbeitergeld angemeldet, du? Ja. um zu gucken, inwieweit können wir da, haben wir eine Chance, da was im Prinzip zu bekommen. Aber also ich gehe davon aus, dass es sicher irgendwann wieder weitergeht, auf irgendeine Art und Weise. Und dann, das Wichtigste dann ist, die richtigen Menschen an seiner Seite zu wissen und mit denen zusammen die Zukunft auch weiterhin zu planen. Wir haben ein ganz tolles Team, wir haben ein sehr eingespieltes Team. Und da wäre es schade, wenn ich anhand dieser Situation alle Mitarbeiter verlieren würde und dann, wenn es denn irgendwann wieder weitergeht, ja, wenn es dann, ich will wieder neue Leute im Prinzip suchen müsste. Und wie lange haltet ihr das durch, jetzt auf diese Art und Weise Notbetrieb, Delivery Dann frage ich mal zurück, wie lange müssen wir es denn durchhalten? Und ich glaube, das ist die entsprechende Frage. Also das, was wir tun, ist dafür ausgelegt, dass wir es möglichst lange durchhalten können, indem wir nämlich die Kosten einfach runtersetzen. Ich habe das große Glück, dass wir ein bisschen Geld auf die Seite gelegt haben in den letzten 1,5 Jahren. Ich habe das große Glück, dass hinter dem Nobel Hart und Schmutzig zwei Partner von mir stecken, die, mit denen ich auch schon gesprochen habe, dass wenn ich Geld brauche, die nochmal Geld reinschieben könnten, wenn es denn da sein müsste. Ich habe das große Glück, dass wir eine Zusage von der Berliner Volksbank hätten, wenn wir es denn bräuchten, da nochmal Geld zu bekommen. Also irgendwie geht das schon vom Finanziellen. Irgendwie wird das schon weitergehen. Da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Und das finde ich auch wichtig, dass ich mir keine Sorgen machen muss, weil ich dann überhaupt erstmal frei agieren kann und auch überhaupt mir Dinge ausdenken kann, wo ich denke, damit lässt sich irgendwie was verdienen. Wenn ich nur mich am Sorgen im Prinzip bin und wenn ich nur am Probleme wälzen bin, dann kann ich ja gar nicht mich um das kümmern, für was wir eigentlich da sind, nämlich ein schönes Gefühl geben. Also ich merke das bei mir selber, wenn es mir gut geht oder wenn es unseren Mitarbeitern gut geht, dann können wir mit diesem guten Gefühl, was wir denn spüren, auch an unsere Menschen im Prinzip rangehen, die zu uns kommen oder zu denen wir jetzt im Prinzip kommen. Also wir haben uns bewusst entschieden, keinen Internetverkauf unbedingt zu machen, also mit Online-Bestellungen, sondern über Telefon das Ganze zu machen, dass wir die Menschen am Telefon haben, dass wir mit ihnen reden können, dass wir sie hören, dass wir ihnen sicher auch was verkaufen können, weil wir sie im Gespräch haben, ja, aber weil wir sie auch dann die Chance haben, mit ihnen zu sprechen. Der Andi, der unser Sommelier, der macht am Tag genauso wie im Restaurant super viele Weinempfehlungen und spricht mit den Leuten und bietet ihnen noch irgendwelches Extrasachen an aus dem Keller. Also das, was wir sonst auch machen, tun wir auch mit den Leuten im Prinzip machen. Gespräch. Aber jetzt wurden wir gerade unterbrochen, obwohl ich komischerweise, ich hatte die Notifications ausgeschaltet. Anyway, hörst du mich noch, Billy? Ja. Ich höre dich super. 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 Was macht euer Spüler im Moment? Der hat ja, es wird ja alles verpackt, ne? Was hat der denn zu tun gerade? Eine Menge. Es muss ja auch alles vorbereitet werden. Du produzierst natürlich Töpfe, also vielleicht jetzt keine Teller und keine Gläser, die unbedingt gespült werden müssen, aber es sind natürlich genug Töpfe und so weiter da, die auch irgendwie gespült werden müssen und sauber gehalten werden müssen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Küche natürlich auch der Boden irgendwie gemacht muss, so jeden Tag. Und natürlich auch, du musst natürlich auch gucken, dass wir das Essen rausfahren und der Arni, unser Spüler, der fährt Essen mit raus. So. Ja, okay. Billy, kam gerade eine Frage. Von Fes Berlin, welche Änderungen in der Praxis wird das Nobelhart und Schmutzig nach dem Spuk angehen? Welche Schlüsse hast du für dein Geschäft bis jetzt gezogen? Ne? So eine Art Zwischenfazit, das würde mich auch sehr interessieren. Wie meinst du das? Oder was denkst du, was ist die, was, was, was will die, auf was will die Nachfrage hinaus?
Jetzt dauert es ja schon eine Weile und ihr macht schon eine Weile andere Sachen. Und hast du vielleicht daraus schon irgendwelche Schlüsse gezogen oder irgendwas gelernt, dass du vielleicht in der Zukunft, in der Zeit nach Corona, beibehältst oder anwendest? Also persönlich frage ich mich, inwieweit ein Restaurantbesuch oder gar nicht ein Restaurantbesuch, sondern allgemein ein unter die Menschen gehen, was für ein Gefühl da mitschwingt. Also kann man überhaupt noch in einen Club oder in eine Disco gehen? Geht man überhaupt noch in die Philharmonie, wo 500 Leute irgendwie sitzen? Geht man noch auf ein Konzert von irgendeinem Künstler mit 30.000 Menschen? Und was für ein Gefühl schwingt da mit, wenn man da hingeht? Und genau das Gleiche ist natürlich auch bei uns. Man sitzt im Prinzip ja nebeneinander im Lobelhart und Schmutzig. Da gibt es 28 Plätze an dieser Theke. Inwieweit ist das eigentlich noch tragbar? Muss man so ganz klar sagen. Oder inwieweit wird auch die Gesellschaft einfach sagen, ja, das gibt's halt und man muss sicher die gefährdeten Gruppen schützen. Und inwieweit tue ich mich dem Ganzen aussetzen? Und es ist vielleicht okay, dass ich mich dem Ganzen im Prinzip aussetze, weil es schon so viele Menschen im Prinzip hatten, dass es vielleicht auch irgendwann okay sein wird, dass wenn es dann nochmal wiederkommt, dass du es im Prinzip hast. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann einen Impfstoff, wo der Erfolgsaussichten hat, dass das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Was für mich als Geschäft, weiß ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, was das für Auswirkungen im Prinzip haben wird für die Zukunft. Ich hoffe, dass die Gesellschaft es als Chance sieht, dass man überdenkt, wo der große Wert im Prinzip ist. Also ist Essen, Pflege, Medizin, Sicherheit, wie wird das bezahlt? Mit welcher emotionalen Bezahlung? Also welcher Aufmerksamkeit? Ich hoffe, dass wir davon profitieren, weil wir ja die Lebensmittelproduzenten um Berlin herum auf irgendeine Art und Weise im Prinzip unterstützen oder auch sie auf den Sockel heben, auf den sie im Prinzip gehören. Und ich hoffe, dass das viele weitere Menschen im Prinzip verstehen, dass das wichtig ist und dass das elementare, besondere Dinge sind, für die es sich lohnt, im Prinzip zu kämpfen. Oder auch dafür einzustehen. Und dass es vielleicht eben nicht noch ein Mercedes in der Garage sein muss oder alle 2 Jahre ein neues Auto oder nochmal eine große Reise nach Südamerika und das jedes Jahr oder mehrfach im Jahr nach Mallorca zu reisen zu müssen, weil das irgendwie einfach geht oder so, ne? Und ich hoffe, dass das in der Gesellschaft entsprechend einen Anstoß gibt für viele Menschen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich mit ihrem Handeln im Prinzip tun. Ja, also das könnte man ja sagen, das ist eine Chance, die man jetzt sieht, die einem diese Krise eröffnet hat. Eine Konzentration aufs Wesentliche, bisschen gucken, was kann man machen, um vielleicht ein bisschen nachhaltiger zu leben. Das, was man sich immer vorgenommen, aber nie umgesetzt hat, die Chance hat man jetzt irgendwie. Oder ist das nur Schöndenkerei? Meinst du, das passiert tatsächlich? Oder stellt man sich das jetzt nur einfach so vor und wenn dann wieder die Läden offen haben und man wieder fliegen darf, dann ist es einfach wieder vergessen? Oder, und das war noch ein Gedanke, diese Möglichkeit, die man jetzt hat, man kann sich ja auch jetzt Kisten nach Hause schicken lassen, zum Beispiel vom So-Sein hatten wir bei Felix Schneider im Interview. Man kann jetzt tolle Lebensmittel bekommen, die man vorher vielleicht nicht bekommen hat. Ist diese Krise auch eine Chance? Um so ein bisschen den Lebensmitteleinzelhandel zu verändern, sodass jetzt tatsächlich der Landwirt, der handwerkliche Lebensmittelproduzent zum Konsumenten kommt?
Ich hoffe, dass durch die Situation, dass Arbeitskraft einfach im Generellen, gerade in der Landwirtschaft, einfach viel, viel teurer wird, besser bezahlt werden muss, weil man im Prinzip Arbeitskräfte hier aus Deutschland im Prinzip nehmen muss, weil man eben nicht so viele Menschen von außen nach Deutschland im Prinzip reinholen kann, dass sich darüber die Preise entsprechend nach oben entwickeln und dass einfach ein bisschen was Reelleres abgebildet wird, was man im Bioladen, im Supermarkt im Prinzip für das Gemüse, für das Fleisch im Prinzip bezahlt. Ich hoffe, dass dadurch, dass die Leute jetzt alle gezwungen sind, zu kochen, dass sie da die Entscheidung treffen, gut zu kochen, gute Lebensmittel einzukaufen und dass irgendwas von dem auch hängen bleibt. Dass sie merken, wie gut denn Lebensmittel sein können oder eben auch, wie schlecht Lebensmittel denn sein können. Und wie gut denn gut gekochtes im Prinzip schmeckt. Ja. Es kam noch eine Frage aus Österreich vom Bruderherz Restaurant. Und zwar fragt der Michael oder erzählt, dass es in Österreich ab Mai weitergehen soll, aber die Restaurants sollen zunächst geschlossen bleiben. Was ist deine Einschätzung, wann oder wie es in Berlin weitergeht mit den Restaurants? Ich würde mir wünschen, dass es eine möglichst baldige Aussage dazu gibt, wann und wie man weiter planen muss, sodass man also im Prinzip eine Planungssicherheit hat, dass man weiß, wie lange man dann eventuell durchhalten muss. Man geht ja eh nicht davon aus, dass man das Virus im Prinzip stoppen kann. Und dementsprechend muss man einfach darüber reden, wie geht die Zukunft im Prinzip weiter. Und was bedeutet das dann für die Wirtschaft? Bezahlt, also ich als Restaurant möchte gerne wieder aufmachen. Das ist unser Geschäft. Das ist auch das, weshalb wir irgendwann mal angetreten sind. Aber unter welchen Bedingungen dürfen wir wieder aufmachen? Und diese Kriterien, die dafür irgendwann definiert werden müssen oder von jemand werden müssen, da frage ich mich, inwieweit kann ich darauf Rücksicht nehmen und inwieweit macht es mir überhaupt möglich, weiter damit zu arbeiten. Und da würde ich, sobald es möglich ist, fände ich das wichtig, dass die Gastronomie sich auf irgendeine Art und Weise auch darauf einstellen kann. Das, was wir momentan machen, ist darauf ausgelegt, die Kosten im Prinzip ein bisschen zu senken, die man so als gastronomischer Betrieb ja momentan immer noch weiter hat. Und wenn man dann weiß, wie es weitergeht, kann man damit zumindest etwas besser planen. Aber wann das losgeht, who knows? Ja, klar, wissen wir alle. Und das, was wir jetzt gerade versuchen, ist, das, was wir machen, so effizient wie möglich zu gestalten, die Kosten im Blick zu haben, um im Prinzip, dass etwas mehr Geld ins Unternehmen reingespült wird, um im Prinzip die monatlich anfallenden Kosten im Prinzip zu bestmöglich zu covern. Und wenn wir die covern können, dann können wir vielleicht auch längerfristig durchhalten, auch wenn wir nur Essen nach Außerhaus im Prinzip schicken können. Da die Menschen aber sonst nichts machen können, ist momentan für viele das Essen der einzige große Luxus. Und das ist auch wirklich die Chance, die man natürlich als Gastronom im Prinzip begreifen kann, dass man einfach, dass die Menschen vielleicht auch Geld ausgeben für Essen, weil es auch, glaube ich, eine ganze Menge Menschen gibt, die einfach von der Krise noch nicht oder einfach nicht betroffen sind oder noch nicht betroffen sind, denen es auch vielleicht sogar gut geht und die aber nichts machen können. Die können nicht ins Theater gehen, die können nicht reisen, die haben schon alles Mögliche bestellt, was sie sich irgendwie wünschen, also kaufen sie sich gutes Essen. Und das kann man auch natürlich als Gastronom irgendwo als Chance im Prinzip sehen, weil gegessen wird halt immer und vielleicht momentan auch besonders gut, weil es eben das Einzige ist, was man im Prinzip machen kann, dass man dann halt als Endverbraucher vielleicht auch mal zur Flasche greift, die man vielleicht sonst nicht unbedingt greifen würde, weil die vielleicht viel teurer ist, als was man sich eigentlich sonst gönnen würde. Aber momentan hat man vielleicht noch genug Geld und trinkt dann vielleicht eine Flasche für 25 € anstatt der eine für 7. Also ein gutes Investment in der Krise eigentlich, sich zu Hause so gut gehen lassen wie möglich. Ich finde ganz wichtig, weil
Man erlebt durch das Thema eine Selbstwirksamkeit. Das heißt, man hat es irgendwie in der Hand, Dinge zu bestimmen. Und man kann sich und seinen Liebsten es gut gehen lassen. Und dadurch entsteht auch was, dass wenn es einem gut geht und wenn man ein gutes Gefühl hatte, weil man mit Freunden über Zoom oder Skype irgendwie gegessen hat zusammen, man irgendwie eine Emotionalität im Prinzip austauscht und dadurch auch einfach ganz beseelt ins Bett geht, wenn man abends mit denen gegessen hat zum Beispiel. Oder wenn man sich ein gutes Essen gemacht hat oder wenn man sich gutes Essen geholt hat, dann gibt es einem so viel Freude, weil es einfach so wahnsinnig lecker schmeckt. Meine Frau hat gestern einen Hackbraten gemacht und der war unfassbar gut. Und ich habe so geschwärmt von diesem. Und ich habe noch ein Stück gegessen und noch ein Stück und irgendwann war es so viel, dass ich noch eins gegessen habe. Und das war so geil und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass dieses positive Gefühl auch so ein bisschen diese Sorge, die da draußen überall schwebt und dieses negative Gefühl und dieses Existenzielle, wo geht es denn überhaupt hin mit uns, so ein bisschen kleiner macht. Was gab es zu trinken zum Hackbraten? Letzte Frage. Gestern, Ja. wir haben einen 91er Riesling von Weingut Kirchmeier getrunken, einen Chambolle Musigny von Hubert Lignier aus dem Jahrgang 14, wir waren gestern zu dritt und wir haben einen 2001er Pinot Noir aus Neuseeland von Attorangie getrunken. Sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank, Willi, für dieses Gespräch. Lasst euch weiter gehen Gerne. und hoffentlich bis bald. Tschüss, Lorraine. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.